Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer etwas besonderen Art und Weise unseres Streams, denn heute sind wir bei Live-Krimi Postmortem unterwegs. Sonst streamen wir für euch Videospiele, aber wir haben heute ein unbekanntes Paket bekommen, ohne Absender, wie ihr seht. Und wir wollen natürlich wissen, was darin enthalten ist und was man eigentlich von uns jetzt gerade erwartet. Ich würde sagen, starten wir einfach mal los, öffnen wir endlich dieses Paket. Ich habe ein bisschen Angst, Gott sei Dank seid ihr heute dabei. Und vielleicht können wir gemeinsam auf den Grund gehen, was uns dieser neue, unbekannte Absender mitteilen möchte. Und ja, welche Geschichte er zu erzählen hat. Ein Kuvert, eine Akte eines Gefangenen mit Fingerabdrücken. So, wir fangen einfach mal an mit dem Brief von Live Creamy. Sehr geehrte Damen und Herren, dann gibt es noch einen persönlichen Zusatz. Eine Kriminologiestudentin einer teilnehmenden Universität arbeitet parallel zur Studie an einer begleitenden Seminararbeit. Sie wird im Zuge dessen sowohl Sie als auch Ihnen zugeteilten Straftäter interviewen. Ich würde jetzt einfach mal meinen, die liebe Dame oder Herr, der diesen Brief geschwärzt hat, der hat ein bisschen mit der Tinte übertrieben und ist einfach mal quer drüber gefahren auch noch. So, wir haben ein psychologisches Gutachten. Das lese ich euch jetzt weiter vor. 1,83 groß, 95 Kilogramm schwer, braune Augen, trägt keine Brille. Also ich bin schon einmal nicht, aber ich bin 1,36. Du hast braune Augen. Der Inhaftierte tritt höchst manipulativ auf. Es fällt ihm schwer, Verantwortung für seine Tat zu übernehmen. Er zeigt keinerlei Reue. Grenzen anderer Menschen werden nicht akzeptiert. Narzisstische Persönlichkeitsstörung und schwach ausgeprägte Psychose diagnostiziert. Intellektuelle Begabung weit über dem Durchschnitt. Der Inhaftierte präsentiert sich geistig und moralisch überlegen. Weitere Beobachtung unbedingt erforderlich. Interessant. Man, da steht 2000, also vielleicht ist 2000 ja ihr Alter, dann wäre die ungefähr 20. Vielleicht sollte man dann einfach, weil sie 20 ist, mit ihr in Kontakt treten. Man weiß ja nicht. Ich gebe noch kurz Zeit und trinke mal kurz einen Safterl. Was wir darauf genau sehen, weiß ich noch nicht. Das könnte vielleicht das Gefängnis sein von oben oder sein Lieblingsplatz oder aufgrund, da schaut es ein bisschen aus, als wären da irgendwie Stacheldrähte oder sowas drauf. Diejenigen, die unter euch Biologie studiert haben, haben generell gleich erkannt, dass es ein Luchs ist und keine Katze. Ich bin halt einfach die Hauskatzen gewohnt. Unschuldige Augen. Unschuldige Hände. Naja. Unsere Kriminologie-Studentin von der Universität, die daran teilnimmt, der werde ich nachher einfach noch ein E-Mail schreiben und werde euch dann vielleicht beim nächsten Mal berichten, was wir da mit ihr so kommuniziert haben. Anyway. Haben wir noch Ideen oder wollen wir aufs nächste Paket warten? Na, ich erwarte mir bitte nächstes Mal ein geschlossenes Kuvert. Carry on my wayward son. Willkommen am Sonntag zu einer weiteren Runde Live-Krimi Postmortem, heute mit Paket Nummer 3. Und wir sind gespannt, ob man uns endlich mehr Hinweise gibt. Nach dem letzten Mal, dem zweiten Part, muss ich mir ehrlich sagen, wir geben uns ein bisschen geschlagen, was man genau von uns möchte. Die Rätsel waren jetzt vom letzten Mal ziemlich kompliziert. Ich weiß nicht einmal, ob wir irgendwas lösen konnten ohne einen weiteren Hinweis. Wir werden es nachher nochmal durchgehen, was wir alles gerade wissen und wo wir gerade stehen. Und ja, lange Rede, kurzer Sinn. Drei Pakete von sechs haben wir, die eine Geschichte erzählen. Und zwar von einem unserer neuen Brieffreunde aus dem Gefängnis. Der liebe junge Mann, der ist, ich glaube, jetzt schon 30 Jahre oder so, wenn ich mich richtig erinnere, und ist jetzt schon länger im Gefängnis. Warum, weiß man nicht. Er schreibt uns brav Briefe aus dem Gefängnis.
und hinterlässt ein bisschen kryptische Nachrichten, ein bisschen Hinweise, komische Gegenstände, die wir nicht zuordnen können. Und nach dem ersten Mal, wenn ich mich richtig erinnere, wussten wir, dass er ein bisschen fabelaffin ist. Er hat viel von Fabeln erzählt, von Füchsen, von Küken. Und im zweiten Part ging es etwas nach Italien und wir wussten aber nicht genau, warum und weshalb und was alles auf Italien auf sich hat. Aber an dieser Stelle kann vielleicht schon mal der Hitze vorbereiten. Er hat herausgefunden, wo sich eventuell ein Opfer oder sonst was aufenthalten hat. Also bitte in der Zwischenzeit einmal googeln. Ich würde sagen, wir fangen an mit einem kurzen Recap von Gegenständen, die wir haben, springen dann auf die E-Mail, denn auch unsere Brieffreundschaft geht nicht nur mit einem Gefangenen weiter, sondern wir haben auch eine junge Studentin der Kriminologiestudie, die auch mit uns ein bisschen verkehrt. Und damit wir wieder wissen, vor allem, dass ich wieder weiß, wie die aktuelle Lage ist, hier noch einmal der von Live-Krimi geprüfte Sendungsstempel der bisher erlangten Gegenstände der Story so far. Wir haben bekommen einen Schwarzlicht, glaube ich, würde man das nennen, Lichtsensor, mit dem wir fleißig alle Unterlagen durchsucht haben, aber nichts gefunden haben. Also eventuell ist heute was dabei oder wir waren beim letzten Mal ziemlich fleißig, was das Suchen betrifft. Das Problem ist, ich bin hier leider immer allein im Studio und muss mich auf mich selbst verlassen. Also vielleicht erkennt ihr was über die Kamera. Wenn ja, schreit rein, denn das Ziel heute Abend sollte Interaktion sein. Wir wollen gemeinsam die Rätsel lösen und da ist natürlich jeder Kopf und jedes Auge oder paar Augen gefragt. So, wir starten am besten mal kurz mit den Briefen. Also bis jetzt gibt es zwei Briefe von Live-Krimi. Zu jeder Sendung teilt man uns hier einen kurzen Überblick über die Gegebenheiten mit. Der erste Brief, kurzum, hat gelautet: Wir sind jetzt Teil einer Kriminologiestudie, haben uns hier freiwillig gemeldet. Ob es so freiwillig war, weiß ich nicht. Und bekommen von nun an Post von einem Häftling und zwar einmal pro Monat. Mittlerweile sind wir eben im Monat Nummer 3 und haben deshalb schon den dritten Brief bekommen. Wir wissen nicht, wer unser Straftäter ist, noch dessen Gewalttat oder Motiv. Wir kennen nicht seinen Namen, wir kennen ungefähr sein Äußeres, aber das war's dann auch schon wieder. Ja, sämtliche Briefe, die uns zugestellt werden, werden von Live-Krimi und der Justizanstalt natürlich gescannt und alle gefährlichen Gegenstände oder vulgären Ausdrücke werden geschwärzt. Und ja, so ungefähr wäre das der erste Brief, würde ich mal sagen, in der Nutshell. Wir gehen weiter zum Brief Nummer 2, der gelautet hat, dass nach dem ersten Monat, und jetzt kommt der Fun Fact, einige schon ausgestiegen sind. Von 56 Briefen wurden quasi 56 auch an Teilnehmern verschickt. Und nur zwei von insgesamt 56 Briefen haben dann abgesagt. Das heißt, es waren dann nur noch 54 Teilnehmer. Und von diesen 54 Teilnehmern wurden noch einmal 12 Teilnehmer Briefe zensiert und wir kommen wieder auf die ominösen 42, die wir auch in einigen anderen Rätseln gefunden haben. Das ist die Zahl 42 und wer per Anhalter durch die Galaxie kennt, weiß, dass die Antwort auf alles 42 ist, kommt immer wieder öfters vor. Das waren die ersten Briefe von Live-Krimi, die packe ich gleich mal auf die Seite. Und werde sicher früher oder später feststellen, dass ich bald absolut keinen Platz mehr habe für alle neuen Gegenstände. Aber das macht nichts. So. Wir haben von unserem Brieffreund auch immer wieder einen Brief bekommen. Man sieht hier Teil 1, Teil 2. Er schreibt auf einer Schreibmaschine und hat uns mitgeteilt, dass er sich ganz genau überlegt, was er uns denn hier so alles mitteilt. Denn jedes Buchstabe, jedes Wort, jeder Satz muss in einer Art Symbiose zueinander stehen. Und drücken genau das aus, was er von uns möchte. Er hält sich natürlich dementsprechend ein bisschen klüger als alle anderen Menschen und quasi schon ein bisschen narzisstisch. Im ersten Brief hat er uns noch viel über Fabeln und über ja, seine möglichen Motive geschrieben, die nicht wirklich Motive waren. Der zweite Brief hat gelautet: Bring Licht ins Dunkle, weshalb ich mir dachte, dass uns der liebevolle Lichtsensor vielleicht ein bisschen was bringt, aber auch hier war es
nicht der Fall. Lange Rede, kurzer Sinn, wir sollen unseren Kopf von unnötigen Gedanken befreien und uns quasi, ja, chillaxen, würde ich schon fast sagen, ne? Die Briefe von unserem Brieffreund. Wir haben natürlich fleißig selber Notizen gemacht, die gehen wir am Schluss vielleicht kurz durch. Ja, bisher erlangten wir per Anhalter durch die Galaxie, also spätestens jetzt sollte klar sein, dass vielleicht hier eine Referenz zu diesem Film von Douglas Adams, also dem Schriftsteller Douglas Adams, und verfilmt hat es, ich weiß es nicht, weil ich ein Nullag bin. Auf jeden Fall gibt hier einen kurzen Zeitungsschritt, man sieht schon durchgeschnitten, vielleicht kriegen wir jetzt mal den zweiten Teil. Die Rückseite waren lauter Sternzeichen und ich glaube, dass Sternzeichen eigentlich das So, da ist es wieder. Ja, ich weiß nicht, warum das Mikro heute nicht möchte, aber es verabschiedet sich einfach mal. Der Herr Kommissar von Wien, der Faburan. Dankeschön, Vicky, für diesen netten Appell. Wir waren mittendrin bei unseren Sternzeichen und ich würde meinen, dass Sternzeichen quasi der Hinweis der zweiten Runde war. Wir haben hier relativ viele Referenzen auf Sternzeichen gefunden. Einerseits im Zeitungsartikel, wie aber auch, und jetzt kommt unser Hitzo, der jetzt in der Zwischenzeit schon relativ viel gegoogelt hat, wir haben diese Karte von Italien bekommen. Warum glauben wir, es ist Italien? Ganz einfach, hier ist Europa, hier ist eine italienische Flagge und die zweite Flagge habe ich schon wieder vergessen. Hier auf diesem Uhrturm sehen wir ein bisschen unten in Blau eine Sternzeichenuhr, die es einigermaßen oft in Italien gibt. Aber der Hitzo hat herausgefunden, man kann das Bild googeln und hat uns dankenswerterweise verraten, dass es sich hier um, das schreiben wir jetzt gleich auch hier irgendwo auf, am besten auf die Rückseite, der Ort auf der Postkarte ist Macerata. Macerata. So, wir googeln das dann kurz in Google Maps auch noch, dann sehen wir eine kleine Übersichtskarte. Macerata hat so eine wunderschöne Uhr. Offensichtlich kommt diese Postkarte aus Macerata, aber es steht ja nichts drauf, weder mit Licht noch mit sonst was. Also, mal schauen, was Macerata als Hinweis bedeutet. Italien, würde ich schon mal meinen, könnte ein guter Hinweis sein. Ja, dann haben wir von unserem ersten Paket noch Fabel. Quasi Fuchs und Henne oder Luchs, oder was haben wir uns geeinigt? Ich glaube, die Niners war da sehr erpicht darauf, dass das sich um einen Luchs, glaube ich, handelt. Luchs, du hast die Gans gestohlen, gibt's ja dieses wunderschöne Lied, ne? Ohne Fuchs. Mit einer Zeichnung auf der Rückseite, wo wir noch immer nicht wissen, was das ist, ob das die Anstalt ist oder Teil des Experiments. Also auch das haben wir gefunden. Ich weiß, dass es ein Lux war. So, wir haben noch meinen Zettel vom letzten Mal. Vom vorletzten Mal. So. Dann haben wir eine Periodentabelle. Mit fast allen Elementen. Es fehlt C und O. Die wurden hier ausgelassen. Und schon wissen wir auch nicht mehr weiter, was uns dieses Periodentabellchen hier noch mitteilen möchte. Dann haben wir unseren Steckbrief, würde ich ihn fast nennen. Er heißt eigentlich Aufnahmeakte von unserem Straftäter. Die Key Facts waren nochmal, dass er männlich ist, 1984 geboren. Das heißt 36. Auch in Wien, Österreich. Dass er sehr manipulativ ist nach einem psychologischen Gutachten. Er ist 1,83 groß, 95 Kilogramm, braune Augen, kein Brillenträger, keine Tattoos und keine besonderen Merkmale. Sonst bringt uns das auch nicht viel. Wir haben dann probiert, letztes Mal ein bisschen mit den Sternzeichen rumzudoktern und herauszufinden, dass er, glaube ich, wieder ist.
So ein Zufall, ich bin auch wieder. Haha, aber ich habe eine Brille. Also von dem her, ich bin nicht der Straftäter. Und wir haben dieses wunderschöne Bild hier und das schockt mich gleich, weil er Wiki Blunzi abonniert. Dankeschön, lieber Wiki, für dein Abo und den kleinen Heart Attack. Mit einem Land, wo wir uns nicht sicher sind, ob es Deutschland, Baden Württemberg, München, was auch immer der Pfeil sein soll. Alle Zahlenrätsel hier auf der Seite ergeben die Zahl 42. Und auf die Frage hin, wissen wir, wie es weitergeht, kann ich nur einfach antworten. Nein, wir wissen es nicht. So weit zu den Gegenständen des letzten Males. In unseren Handnotizen haben wir jetzt noch vermerkt, also 42 war unsere Lösung des ersten Mals mit Deutschland, München, dass der Lux klug und vorsichtig ist, was wir auch von unserem Freund hier ausgehen würden. Und vom letzten Mal haben wir uns darauf geeinigt, ich habe es wieder fast vergessen, nachdem unsere liebe Studentin Jasmin heißt, haben wir uns dazu entschieden, unseren Brieffreund von nun an Aladdin zu nennen. Also, wenn wir ab jetzt vom Aladdin reden, wissen wir, es ist gemeint, unser Brieffreund. Ja, wir haben uns die Ordnungszahl von Kohlenstoff und Sauerstoff rausgesucht und konnten mit dem nicht viel weiter. Wir haben Sternzeichen CO, CO2, 42, MO, Molybdän. Also das 42. Element ist Molybdän. Und mit denen könnte man eventuell irgendwen vergiften oder so, haben wir uns letztes Mal zusammengereimt. Ja, das Geburtsdatum hier, das eben wieder ist. Wir haben uns die Fragen gestellt, die wir eigentlich bis heute beantworten wollten. Woher ist die Potskarte? Was bringt uns das blaue respektive Schwarzlicht? Warum will irgendwer was mit Kohlenmonoxid tun? Und was ist der persönliche Hintergrund? Zumindest die Frage des Orts konnten wir mit Mazzarata beantworten. In diesem Sinne sage ich Viva Piñata, die Spiele sind eröffnet und ich täte sagen, wir starten mit der E-Mail von Jasmin. Was meint ihr dazu? Das Schwarz-Blau-Licht kann genau gar nichts, das kann leuchten, wir haben noch nicht rausgefunden, was wir damit machen tun. So, das Wichtigste in der heißen Jahreszeit ist immer hydrieren, hydrieren, hydrieren. So, wir schauen mal technisch, wie gut unsere Umschaltung hier funktioniert. Indem wir jetzt unseren Desktop Nummer 2 scharf schalten und BUM! Was macht denn Schwarzlicht? Es leuchtet blau, ist ja ganz logisch. Ne? Das wusste man auch schon in einigen Rambo-Filmen. Wir haben uns jetzt mal kurz hier Macerata in Italien näher auf den Bildschirm geholt. Die City des Amore, sage ich jetzt einfach mal. Also es gibt die Palazzo, es gibt hier einiges zu entdecken, wo wir noch nicht wissen, was wir entdecken wollen. Wir sehen auf jeden Fall mal aufgrund der Umrisse, es hat nichts mit dem ersten Hinweis zu tun. Und ansonsten haben wir festgestellt, dass in Macerata eben diese ominöse Uhr schlägt und steht. Die aber vom Ziffernblatt gar nicht so eine Seltenheit ist, denn die gibt es mehrmals in Italien. Und probieren wir mal kurz Google Street View hier. Willkommen in Macerata. So, können wir nochmal schauen, nochmal auf Macerata. Es gibt sogar Festivals. Aber hallo, Uhr. Ich glaube, ich habe das ein paar Mal probiert, konnte es dann nicht genau zuordnen, aber der Hitzo hat mir dann einen Link geschickt zu dieser ominösen Glockenspieluhr. Ich könnte auch einfach gleich direkt den Link anklicken, den hat er ja gerade gepostet. Maps, Maps, Maps. Tja. Leider ist dieser Maps-Titel, ja gut, so haben wir sie gefunden. Ich dachte mir, dass das Bild auch noch gepostet gehabt. Egal! Wenn der ganze Raum dunkel ist, kann das ultraviolette Farbe zum Leuchten. Yep, das war der Appell letztes Mal oder Versuch letztes Mal. Wir haben nichts gefunden, aber vielleicht ist in der heutigen Sendung was dabei. Und übrigens, hallo Seelendieb. Willkommen in unserem Rätselratabend.
So, der Desktop ist scharf geschaltet, es funktioniert. Wir switchen auf die E-Mail von der Jasmin. Wir haben festgestellt, dass uns unsere Kriminologie-Studentin zwar interviewen möchte, allerdings erst, glaube ich, nach 6 Monaten. In der Zwischenzeit schreibt sie uns immer E-Mails. Wenn wir aber auf eine E-Mail antworten, dann bekommen wir eigentlich selten eine Antwort, beziehungsweise wenn wir eine Antwort bekommen, ist die gar nicht so informativ, wie wir uns das dabei gedacht haben. Also dementsprechend haben wir den Schriftverkehr mal wieder vorerst auf Eis gelegt und warten mal, was von ihr so kommt. Und dementsprechend gab es jetzt im Juni, sprich zum Start der dritten Paketreihe, eine Meldung von Jasmin über Aladdin und ich würde sagen, wir lesen uns das jetzt mal gemeinsam durch und führen uns zu Gemüte, was sie uns so berichtet. Also die liebe Jasmin hat geschrieben, Hallo Volume Games. Ich habe wieder eine Prüfung geschafft und ich bin meinem großen Ziel des Abschlusses wieder ein Stück näher gekommen. Jasmin, Gratulation. Du schreibst nur nicht, in welchem Fach du die Prüfung hattest. Der Chat kann sich derweil Gedanken machen, was für Prüfungen das sein hätten können in einem Kriminologiestudium. Ich möchte dann am Ende möglichst viele unterschiedliche Fächer, die euch so einfallen, lesen. In der Zwischenzeit lese ich mal weiter. Sie erzählt uns ein bisschen über die Hintergründe, warum sie Kriminologie studieren möchte. Und ja, warum sie uns das jetzt einmal erzählt, sei jetzt mal hingestellt, wir sind freundlich. Und ja. Also, sie schreibt, bei mir ist das alles eine lange Geschichte. Ich habe sie noch nicht vielen Menschen erzählt, aber ich bin der Meinung, dass du das Recht hast, über meine Beweggründe Bescheid zu wissen. Ich war 16 Jahre alt, als mein Vater auf die schiefe Bahn geraten ist. Er hatte seinen Job verloren, meiner Mutter und mir aber nichts davon erzählt. Ja, man kann mir das jetzt einfach mal erzählen. Wir lesen mal weiter. Es war jetzt noch nicht sehr dramatisch. Der Papa hat keinen Job, ist er nicht viel auf der schiefen Bahn. So, er hat sich geschämt, nicht mehr im gewohnten Maße für uns sorgen zu können. Also brauchte er einen Plan B, bevor wir bemerkten, dass er am finanziellen Limit ist. Er hat sich seine Sportwaffe gegriffen und eine Bank überfallen. Ich glaube, das kenne ich, das ist doch vom EAV dann das Video über den Banküberfall. Da sieht man ja, wie der Papa gerade dann die Bank ausraubt und nachher in den Häfen geht. Geht übrigens rüber in Küsst die Hand, Herr Kerkermeister, falls sich das wer fragt. Er wollte da rein, niemanden wehtun und sich aus seiner für ihn untragbaren Situation befreien. Doch es kam anders, einer der Bankangestellten wehrte sich. Mein Vater wurde nervös, wusste nicht, was er tun sollte und er schoss. Der Mann verstarb noch am Unfallort, mein Vater stellte sich der Polizei. Ich habe ihn seither nie wieder gesehen. Noch vor Beginn des Prozesses nahm er sich in der Untersuchungshaft das Leben. Er war verzweifelt. Also der Papa ist dann wohl nicht unser Brieffreund. Aber vielleicht ist es ihr Freund. Haben wir gesagt, Aladdin und Jasmin. Ich denke, dass er meiner Mutter und mir nicht noch mehr Ärger machen wollte. Doch so haben wir das selbst nie gesehen. Wir haben schließlich erst nach seinem Tod von der ganzen Vorgeschichte erfahren. Seitdem trage ich meinen Vater stets bei mir. Auf meiner Halskette habe ich ein Foto von ihm. Ich sehe es mir jeden Tag an, bevor ich einschlafe. Das klingt jetzt vielleicht etwas merkwürdig, aber ich habe es verkehrt herum im Anhänger platziert, damit er so nah wie möglich an meinem Herzen ist. Es beruhigt mich. Ich bin mir sicher, er war kein schlechter Mensch. Seit ich 16 Jahre alt bin, bin ich auf der Suche nach Antworten, warum wird man zum Verbrecher? Und was geht in einem durch den Kopf, wenn man einen anderen Menschen tötet? Mein ganzes Leben wird seit damals von diesem Thema bestimmt und ich hoffe einfach, dass mir mein Studium und dieses Projekt ein paar meiner Fragen beantworten könnte. Liebe Grüße, Aladdin, Jasmin. Was für eine tragische Vorgeschichte, liebe Jasmin. Dankeschön, dass du uns daran teilnehmen lässt, haben lässt. So, also Punkt Nummer 1, den wir besprechen wollen, bevor es weitergeht, ist Fächer, die Jasmin jetzt gerade hier absolviert haben könnte. Ich wäre eigentlich für Schlösserknacken gewesen. Ich lese jetzt hier Recht und Öffentlichkeit. Ja, ich weiß nicht, ob das ein Fach ist, aber warum nicht?
Was haben wir sonst noch so für Fächer, die man im Kriminologiestudium absolvieren kann? Forensik wahrscheinlich, ne? Aber da wirst du jetzt nicht unbedingt eine Prüfung machen. Da in dem Fall vielleicht was der Deutschunterricht. So, da sind wir wieder. Offensichtlich schaltet sich das jetzt nach so ein paar Minuten aus, aber das macht nichts. Müssen wir nicht mal wieder reagieren und reagieren. Ja, was gibt es noch für Vorschläge für Kriminologiestudenten an Prüfungen? Filmentwicklung vielleicht, ne? Dass man seine Beweisfotos wieder entwickeln kann. Ja, grüß Gott, Leo Kong und willkommen im Rätselabend bei Postmortem Teil 3. Wir haben noch nicht viel gemacht. Wir haben bis jetzt, glaube ich, eine halbe Stunde rumgeblödelt und analysiert, was wir bis jetzt gemacht haben. Wie heißt das, wo man Spuren sichert? Ich würde sagen, Spuren sichern. Ich habe keinen Plan. Forensik, meiner Meinung nach. Internetkriminalität. Diese bösen, bösen E-Mail. Bösen, bösen E-Mails mit Trojanern. Da gibt es sicher Cyberkriminalität oder so, es gibt sicher auch irgendwie ein Studium. Ja, na gut. Öffentlichkeitsarbeit und Recht, Forensik, da trudeln sie alle ein. Also liebe Jasmin, wenn du das siehst, teile uns doch mit, worin du Prüfungen machen musst. Es interessiert uns halt einfach, genauso wie es interessiert, wie eine 21-Jährige auf Forensik kommt, okay, mit 16. Jetzt wissen wir, dass du seit 5 Jahren aktiv deinen Vater nachtrauerst. Vielleicht ist das eine Art Papa-Komplex, aber hallo, und das mit Gefangenen auch noch. Und sie selbst ist Anwältin. Ja, Anwältin. Sie ist Anwältin und schickt uns die Briefe als PR-Aktion. Finde ich sehr geil. Ja, vielleicht studiert sie auch eigentlich gar nicht Kriminologie, sondern auf der WU. Wirtschaftsinformatik, was weiß ich, Wirtschaftsingenieur, Wirtschaftskriminologie. Ah, geil, gefällt mir sehr gut. Ja, passt. Dann würde ich sagen, die Spiele sind eröffnet. Willkommen zum dritten Teil und wir schauen, was hier heute in diesem Paket so alles drinnen ist. So, dazu schalte ich euch natürlich wieder auf die Kamera. Ups, jetzt habe ich da gesperrt. Nein, so will ich das. Tata! Und der Unterschied fällt mir eigentlich auf heute. Es ist mit Priority Poststempel, also keine Briefmarken. Deshalb bin ich mir noch immer unsicher, ob Salzburg ein Hinweis sein soll. Ich glaube aber nicht. Aber es macht nichts. Wir zücken wieder unser Kampfmesser und würde sagen, mal schauen, was Postmortem Paket Nummer 3 an Gesprächsstoff für den heutigen Sonntagabend zu bieten hat. Wie gesagt, ihr dürft jederzeit mit uns interagieren, ihr dürft jederzeit im Chat schreiben, eure Ideen, Gedanken mit einfließen lassen, auch wenn ich euch nicht aktiv danach frage. Schreibt einfach, was euch vor den, ja, vor dem Bildschirm interessiert und ich zeige euch die Sachen und wir können ein bisschen darüber fachsimpeln. Hoppala, schau, ich verliere schon wieder die nächste Postkarte. Es gibt wohl eine neue Postkarte. So, rein mit dir. Gibt es eine Zugverbindung von Macerata nach Salzburg? Das werden wir. Merkt ihr die Idee? Wir werden das dann gleich googeln, sobald wir wieder auf dem PC switchen. Also. Live-Krimi, Brief Nummer 3. Ich lese vor, vielleicht in die Kamera, damit es ein bisschen lustiger ist. Wobei, so könnt ihr mitlesen. Ich mache es so. So. Könnt ihr das eh nicht lesen, also es ist eh wurscht. Sehr geehrte Damen und Herren, vielen Dank. Das war's auch schon wieder. Nein, es geht natürlich weiter. Wir sind sehr stolz darauf, was in den vergangenen Wochen dank Ihrer Treue gelungen ist. Mit unserem beispiellosen Experiment haben wir es zuletzt auch in internationalen Medien geschafft. Es ist Ihr Verdienst, dass das mediale Echo so positiv ausfällt
und wir blicken der Zukunft freudig entgegen. Es steht nun ohne Zweifel fest, dass die Idee in den kommenden Monaten zusätzlich an Popularität gewinnen wird und auch Interesse anderer europäischen Länder auf unsere Erfahrungswerte zählen können. Die Entwicklungen bestärken uns und sorgen dafür, dass wir die Studie voller Tatenkraft fortführen werden. Mit freundlichen Grüßen, Live-Krimi. PS: In einer kurzfristigen anberaumten Sitzung am vergangenen Wochenende wurde uns von der Verantwortlichen der Justiz und unmissverständlich mitgeteilt, dass bei der Speicherung, Verarbeitung und Archivierung der von Ihnen im Vorfeld der Studie angegebenen Daten äußerste Diskretion herrschen muss. Ich möchte daher noch einmal betonen, dass Ihre Daten bei uns in sicheren Händen sind. Das klingt schon mal so, als wären unsere Daten nicht in sicheren Händen. Sorry. Wenn man mir das fünfmal erklärt, dass meine Daten sicher sind, dann sind sie sicher. Ich würde meinen, nein. Verlieren sicher. Ich meine, man muss auch ganz ehrlich sagen, wir sind gerade voll im Livestream, also dementsprechend schicke ich eine DSGVO-Anfrage. Ja, das klingt sehr vernünftig. Deutschland sucht, wie heißt, was heißt DSGVO? Deutschland sucht Gründe, so, wir haben unser Briefkuvert geöffnet. Da ist noch was drinnen, nämlich noch ein Schnipsel des Zeitungsartikels. Ansonsten ist auch jetzt wieder dieses Kuvert leer und wir sehen uns die nächsten Zeilen an. Also wir haben einen Zeitungsartikel über ein weihnachtliches Familiendrama. Das kommt mir sehr bekannt vor. Ich dachte mir nämlich eigentlich, dass das schon einmal auf diesen anderen Zeitungsartikel drauf war. Was meint ihr dazu? Ich bilde mir ein, dass wir doch irgendwas vom Weihnachtsdrama gelesen haben, oder? Weil das hat ein blutiger Ehestreit. Tja. Blutiger Ehestreit, weihnachtliches Drama. So. Ich weiß, was die DSGVO ist. Ich wollte euch nur ein bisschen Blödsinn erzählen. Hallo. Da wird gleich randaliert. So, also der Zeitungsartikel zum weihnachtlichen Drama. Weihnachtliches Familiendrama. Schreckliche Szenen spielten sich am Vorweihnachtstag in einem Einfamilienhaus an der Grenze von Wien ab. Klar war es die Grenze von Wien, weil in Wien wird es das ja nie tun. Ein junges Ehepaar starb an einer Kohlenmonoxidvergiftung. Und da haben wir schon unser CO vom letzten Mal, Freunde. Hashtag ist so. Ihr 12-jähriger Sohn kämpft ums Überleben. Ein grauenvoller Unfall zerstörte am gestrigen 23. Dezember in Gerersdorf bei Wien das Glück einer ganzen Familie. Ein offensichtlich defekter Heizofen gab das tödliche Gas, das binnen kürzester Zeit zum Tod führte, ab. Es war um 9.14 Uhr, als ein Anruf bei der Rettung einging. Eine besorgte Nachbarin hatte Alarm geschlagen, nachdem keines der drei Familienmitglieder am vereinbarten Treffpunkt in der nahegelegenen Kirche erschienen war. Vor Ort angekommen, fanden die Einsatzkräfte neben dem bereits toten Ehepaar auch deren bewusstlosen Sohn. Während sich die beiden Elternteile im Schlafzimmer des Erdgeschosses des Hauses aufgehalten haben, wurde ihr Sohn im ersten Stock aufgefunden. Er wurde mit einer schweren Vergiftung ins Krankenhaus eingeliefert und kämpft dort nach wie vor ums Überleben. Wie es zum folgenschweren Unglück gekommen konnte, gibt allen Beteiligten nach wie vor Rätsel auf. Sie wussten, dass der Ofen nicht ordnungsgemäß funktioniert, erklärte die Nachbarin und wirft so weitere Fragen auf. Nun ermittelt auch die Polizei, wie es zu dem tragischen Unglück kommen konnte. Es ist bereits der 5. tödliche Zwischenfall mit Kohlenmonoxid in diesem Jahr. Kohlenmonoxid. Ich würde meinen, wir haben unsere Periodentabelle richtig gedeutet. Kohlenmonoxid, Gift, vergiften. Jetzt ist die Frage, ist unser lieber Sohn hier, der 12-jährige Sohn, mein Brieffreund, oder der Opfer? Der Opfer, Alter, ich kann nicht mal mehr reden. Das Opfer.
Also ist er das Opfer oder ist er der Täter? Das wollte ich eigentlich sagen. So. So viel zum zur Geschichte am Weihnachtsabend. Wir haben noch dazu ein Bild von einer Waffe. Ein Spray aus CSGO, ja, könnte sein. Eine neue Postkarte mit Meerzugang, wo wieder nicht draufsteht, um was es sich handelt. Und einen weiteren Brief. So, besser kann ich es nicht in die Kamera halten. Unsere Reisefreudigen können schon mal ihre ihre Suche starten, wo sich diese Postkarte hier aufhaltet. Und in der Zwischenzeit lese ich, ich glaube, ich lese heute nur vor, den nächsten Brief, nämlich jetzt von unserem Brieffreund vor. So, unser Brieffreund schreibt uns: Hallo, mein Freund, wenn ich das so sagen darf. Unsere Reise geht weiter. Wohin sie uns führt, weißt du das noch nicht? Ich weiß es ganz genau. Die Freude ist groß, ist auch deine Freude groß? Vorfreude ist die schönste Freude. Das weiß man schon als Kind. Doch Vorfreude ist tückisch. Sie konzentriert sich auf die Zukunft. Und die ist unberechenbar. Auch für Erwachsene. Menschen machen Fehler. Fehler kann man ausbessern. Das Leben ist keine Schreibmaschine. Existiert Dunkelheit? Oder ist Dunkelheit nur die Abwesenheit von Licht? Existiert das Chaos? Oder ist das Chaos nur die Abwesenheit eines Systems? Existiert Krieg oder ist Krieg nur die Abwesenheit von Frieden? All das stimmt, doch womöglich ist nichts davon richtig. Ich habe ein Gedicht für dich verfasst. Lies es und lass es dir einfach durch den Kopf gehen. So, das Gedicht lautet wie folgt: Viele gute Taten tilgen eine schlechte. Ich rücke mich ins Licht, ins Rechte. Tief in Gedanken, hör auf dein Herz. Achtung, bleib stark, ignoriere den Schmerz. Es geht aufwärts. Ordnung ist wichtig, stell sie her. Planung ist nichtig, es geht um viel mehr. Unsere Zeit wird noch kommen, erzwinge sie nicht. Sei bereit und besonnen. Die Befreiung in Sicht. Auch unsere tiefe Verzweiflung ist ein Krematorium des Lebens. Aller Anfang ist schwer, meiner besonders. Wo man anfängt, ist Zufall, wie man anfängt, ist Schicksal. Es ist die Kombination, die über das Leben entscheidet. Es ist spät, aber nicht zu spät. Bis bald, mein Freund. Ja, was meint ihr so zu diesem wunderschönen Gedicht, das mich eigentlich auch wieder fragend zurücklässt? Also offensichtlich sind sie der Meinung, man kann eine schlechte Tat durch viele gute Taten wegtun oder auch nicht. Beziehungsweise
würde ich fast meinen, er plant einen Ausbruch, wenn er sagt, die Zeit wird noch kommen, er zwinge sie nicht, sei bereit und besonders die Befreiung in Sicht. Das Gedicht ist aus Streicheinheiten für die Seele, Glücksbringer. Also du meinst damit, man kann das googeln und findet raus, wo man das Gedicht herzitiert hat. Und das heißt Glücksbringer. Streicheleinheiten für die Seele, Glücksbringer. Ja, damit wissen wir, vielleicht hat auch Häftling auch zu diesem Buch hier Zugang. Und wir haben auch wieder eine neue Items mit Licht. Also probieren wir mal, ob wir auf den neuen Items hier irgendwas mit Licht sehen können. Jawohl! Endlich! Endlich! Schaut's, vielleicht sieht man das, ich weiß es nicht. Wenn ich auf die Waffe tue, man sieht so ein bisschen die Buchstaben, Zahlen. Vielleicht von hinten. Nein, muss schon von oben sein. Wenn ich das weiter weghalte und in die Kamera. Ganz schlecht da, so ein bisschen Sex. Also ich lese euch einfach vor. Es steht jetzt hier drauf 6189/8. 6.1.89.8 oder so. Was auch immer das heißen möge. Man erkennt den Stift auch ganz vorsichtig, wenn man jetzt gegen das Licht hält. Na, also man schreibt es 6-1-89-8. Vielleicht ist das wieder irgendein Auszug von irgendwas. So, ich tue mal die Cam umschalten auf unseren Lappy. Piu! Und die Frage ist natürlich, ist es ein Datum? So, ich lege das da mal daher. Postkarte aus Malta. Also das heißt hier mal 6. /1/89/8. So würde man das schreiben. Ich nehme an, lieber Hitzo, du möchtest uns in der Zwischenzeit mitteilen, dass es sich um diese Ortschaft hier handelt. Also, dass die Postkarte hier aus Malta ist. Das ist da. Das heißt, wir haben Malta und Makata oder so. So, ich bin ein bisschen lost in meinen Zetteln. So, hier, also, das Wichtigste ist, hier, wir haben die Sternzeichen noch nicht gelöst, wir haben festgestellt, dass CO offensichtlich ganz wichtig mit Kohlenmonoxid aufgrund des Zeitungsartikels auf Kohlenmonoxid abzielt. So, erstens ist die Postkarte aus Makarata, zweitens ist die Postkarte aus Malta. Habe ich mir auch notiert. So, dann gehen wir zurück in unseren PC-Screen. Zack. So. Jetzt haben wir hier 6198. Das könnte vieles bedeuten und ich fange mit den Zahlen gerade auf Anhieb nichts an, weil es mir zu viel ist für ein Datum. Schauen wir mal, ob das was mit seiner Strafakte zu tun hat. Oder Paragraphen. Was wären so eure Hinweise zu dem Thema? Mit dem Periodensystem wird es mal 89. C. H. C.
wenn ich die Buchstaben jetzt einfach mal ins Periodensystem umleite, dann ergibt das Chaco, falls das irgendwas wem sagt. Also Chaco. So. Wie tun wir weiter? Also, wir haben hier mal Malta und die andere Postkarte, Makarta, Fahi. So, wir können mal schauen, wie weit Mazzarata und Malta auseinander sind. Läppische 15 Stunden Autofahrt, sagt man uns hier. Es ergibt alles keinen Sinn. Ja, da bin ich voll bei euch. Also vielleicht reist er gerade um die Welt, für warum auch immer, von München, von Deutschland nach Macerata, nach Malta und schickt uns davon jetzt jedes Mal seine Reisekarten und irgendwann kommt er vielleicht nach Wien und sagt, hallo, da bin ich. So. Da waren jetzt die Briefe von unserem Freund. So. Was machen wir mit diesem ominösen Datum? Könnte das ein Datum sein? Ich weiß es nicht. 6.1.89. 8. Nicht. Oder fällt euch was ein? Mir nicht. Kohlenmonoxidvergiftung. September 2015 war dieser andere Ehestreit. Schweigen, ein Wahnsinn. Das ist kein gutes Zeichen, wenn man beim dritten Tag schon nicht mehr, wir haben schon beim zweiten Mal nicht mehr sehr viel weiter gewusst. Es hat jetzt entweder den Grund, dass man einfach nicht wissen kann, worauf es ausläuft, oder ja. Was haben wir mit dem Ehestreit an Wissen? Wir haben mit dem Ehestreit an Wissen, dass es sich hierbei um Kohlenmonoxid Familiendrama gehandelt hat und der Ehestreit selbst war das ein Streit zwischen einem Ehepaar am Mittwochvormittag nicht nur mit einem Polizeieinsatz, sondern auch mit einer blutigen Verletzung der Beteiligten. Endete ein bereits getrenntes Ehepaar, aber noch nicht geschiedenes Ehepaar, geriet sich in einem Gemeindebau im 21. Bezirk so sehr in die Haare, dass die Polizei ausrücken musste. Die Nachbarn hatten nicht den nicht zu überhörenden Streit mitbekommen und die Exekutive informiert. Ein 25-jähriger Mann und seine 23-jährige Freundin wurde vorläufig festgenommen. Sie hatten sich im Zuge der Auseinandersetzung mehrere Verletzungen im Gesicht zugezogen. Über den Grund des Streits ist momentan nichts bekannt. Auf der Frau wurde Stultitia in den Vorhaut geritzt. Ja, das war 2005 und er war 25.
Tulltizia. Das haben wir das letzte Mal gegoogelt und haben daraus nichts weiter für uns ableiten können. Torheit. Jetzt hier nochmal gegoogelt. Unwissend auf Latein. Ja, Torheit, sagt Internet. Dummheit, Torheit, Unwissenheit. Wie gesagt, das wäre ein guter Verweis auf unseren lieben narzisstischen Brieffreund, der sich ja immer für was Besseres hält, und dementsprechend müssen ja quasi alle anderen dumm sein, weil sonst würde das ja alles keinen Sinn ergeben. Aber ja, ich muss sagen, die Tabelle mit CO hätten wir jetzt auch so mit abgestaltet. Also wir haben zusammengefasst, ja. Wir haben Malta und Italien und vielleicht Deutschland aufgrund dieser Karte. Da, sagen wir mal, das war Deutschland damals hier. Wissen tun wir es nicht, aber wir sagen mal Deutschland. Wir haben ein Periodensystem mit CO und den Zeitungsartikel über Kohlenmonoxid. Das war es dann auch schon wieder. Ich würde aber trotzdem meinen, dass diese zwei Dinge zusammengehören. Wir haben den Zeitungsartikel über das Ehepaar und über Per Arnolder durch die Galaxie plus den Verweis auf 42. Also Per Arnolder durch die Galaxie, vielleicht möchte er ja auch fliehen. Wir haben die Zeichnung, die uns noch nicht viel geholfen hat. Genauso wie sein Datenblatt, das uns nicht viel geholfen hat, außer dass wir wissen, dass es vom Dezember 2005 ist. Und der andere Zeitungsartikel war vom September 2005 über den Mann, der mit seiner Frau hier oder Freundin hier was eingeritzt hat. Und das war's dann auch schon wieder eigentlich. Also, ah ja, und wir haben jetzt dieses Gewehr mit diesem Hinweis von 61898. Maschinengewehr oder sonst was. Ist das irgendwas, was unseren Call of Duty Fans was sagt? Nein, wahrscheinlich nicht. Könnte die Tatwaffe sein, ja, was hat es da mit Kohlenmonoxid auf sich? M4A1. Gut, was fangen wir mit den Zahlen noch an? Ich weiß es nicht. Wir hatten auch noch auf den einen Brief, wenn ich mich richtig erinnere, war unten doch der Hinweis, irgendwas mit XXXXXX. Nein, der war nicht da drauf, sondern das war hier drauf. www.xxxyyy.at. Wo wir auch nicht wirklich weitergekommen sind, was man uns hier sagen wollte. Ja, es war auch noch ein Bindestrich dazwischen, hier unten, aber wir haben schon überlegt, dass wir da was einsetzen müssen, wir wissen aber nicht was. Vielleicht Kohlenmonoxid. Im letzten Mal haben wir Daten ausprobiert und sind nicht weitergekommen mit dieser Internetseite.
Es sind 8 Stellen. XXXX-YY. Also mit dem 61898 kommt man nicht sehr viel weiter in diesem Fall, weil das einfach zu kurz ist. Wenn das wirklich genau die Stellen sein sollen. Man kann natürlich sagen, es ist 2005. Wie, was ist Fahiha? Ach, Fahiha ist, wenn man die Buchstaben im Alphabet einsetzt, das F heißt für 6, 1 für A, H für 8, 9 für I, H für 8. Tja. Wir haben dann noch die Sternzeichen, Zeitrahmen, glaube ich, damals ausprobiert, die uns nicht für weitergeholfen haben. Haben die eine Reihenfolge im Bild? Was die Buchstaben zahlen? Also, es steht 6-1-8-9-8-. So in der Reihenfolge stehen die jetzt hier von links nach rechts geschrieben. Darum habe ich sie so vorgelesen mit dem Strich. Sonst hättest du dich nicht so aufgeschrieben mit dem Strich. Was fallen uns noch ein? Also wie gesagt, ich habe es dann auch probiert, wenn man die Periodenzahlen 6, 1, also ich schreibe es mal auf, muss man sagen, das ist 6-1-8-9-8. Warum schreibst du euch 1? Ich dachte mir, es war... Warum schreibst du 1? Weil es 1 ist. Warum schreibe ich einen Scheiß? Weil es H ist. Gut, 6, 1, 8, 9. Also wenn man die Periodensysteme nimmt, dann ist das Chaco. Wenn man ABC nimmt, dann ist es Fahi. Fahi, sagt mir beides nichts. Vielleicht ein Anagramm. Chaco, Chaco, Choka. Bilder ein Anagramm mit Chaco. Oder mit Fahi. Hilfe. Wenn man alles zusammenmischt. Chicago wäre ein guter Hinweis, der sich nicht ausgeht. Für die Flucht. 4. Vielleicht soll es 4 heißen, richtig. 4. Eine neue Zahl. 4. 42. Ich bin der Meinung, die Antwort ist 42. Wir kennen nur die Frage nicht. Ja, der Brief über das Küken und dem Lux hat uns auch nicht wirklich viel weitergebracht. Also ich stelle fest, wir haben viele Hinweise, aber wir wissen nicht, wie wir sie gemeinsam verbinden sollen aktuell gerade. Denn so ganz erschließt sich mir das irgendwie noch nicht. So,
auf den Finger abdrücken, wo hier oben ist einmal Geburtsdatum, sind einmal Größen, hier bei den Fingerabdrücken steht linker Mittelfinger, rechter Mittelfinger, sonstiger Mittelfinger. Ja, es gibt 89 im Periodensystem, deshalb habe ich das ja vorher herausgefunden. So. Kaputt gemacht. Tipsy, 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 4.12.05 ist das Datum von dem Steckbrief, den wir bekommen haben, den der Hitze da schreibt. Tja. Ich mag Rätsel nicht, wo man keine Antwort bekommt und wo man nicht weiterkommt. Ich sag's euch ganz ehrlich. So. Ja, per Anhalter durch die Galaxie bringt uns irgendwie auch nicht weiter. Also irgendwie sehr viel weiter kommen wir mit dem Ganzen nicht, würde ich jetzt hier einfach mal meinen. Wir haben jetzt zwar die Orte identifiziert oder glauben die Orte identifiziert zu haben, wissen aber nicht, wozu wir diese Orte brauchen, aber wir haben sie. Wir wissen, dass er sich hier mit Kohlenmonoxid irgendwas auf sich hat, aufgrund der Periodentabelle und aufgrund des Zeitungsartikels, wissen aber auch noch nicht mehr, was genau man uns hier mitteilen möchte. Und ja, wir haben noch zwei Bilder, wo keiner weiß, was drauf ist. Gefahndet. Wer ist an dem Datum gefahndet worden? Weiß man das? Welches Datum meinst du denn? Das im Zeitungsartikel oder das auf dem Steckbrief? Das vom Steckbrief ist von unserem Brieffreund. Das haben wir mitbekommen zum Beginn unseres Brieffreundschaftsgedöns. Ansonsten wissen wir, dass der blutige Ehestreit am 1. September 2005 war. Und wir wissen nicht, wann das weihnachtliche Drama war. Aber mit Glück können wir natürlich auch hier wieder nach weihnachtlichen Drama suchen. Und finden vielleicht einen analogen Zeitungsartikel. Blödes, es gibt so viel Böses in der Welt, man findet gar nicht diese Hinweise, die man gerade sucht. Schreckliche Szenen spielten sich am Vorweihnachtstag in einem Einfamilienhaus an der Grenze von Wien ab. Nö, den finden wir gar nicht so schnell auf die Schnelle, diesen Artikel. Falls man den hätte finden können sollen wollen. Müsste am 4.12. gewesen sein, wenn man nach der Fahndung geht.
Das Weihnachtsdrama. Na, das Weihnachtsdrama ist am 23.12. Das steht zumindest schon da, dass das am 23.12. war. Aber steht das Jahr nicht dabei. Das heißt, es kann schon sein, dass das Familiendrama, aber das ist ja auch mit einem jungen 12-Jährigen, der noch überlebt, der eine Kohlenmonoxidvergiftung hat. Das andere Drama mit der Freundin ist am 1. September 2005. Da geht sich schon aus, dass man am 4.12.05 den nachher dann verhaftet. Also da würde ich schon meinen, da hätten wir einen Hinweis, dass der Junge So, jetzt geht's wieder. Ja, aber im Artikel steht explizit der 23. hier drinnen. Also ich gehe schon davon aus, dass wenn da der 23. steht, auch der 23. gemeint sein wird. So. Also die Verknüpfung könnte sein, dass dieser junge Mann mit 25 Jahren 2005 seine Freundin hier ein bisschen misshandelt hat, dass das unser Freund ist, wobei wenn er da 25 ist, dann geht sich's leider wieder nicht mit dem Fahndungsbrief aus, wo auch immer ich den jetzt wieder hingelegt habe. Auf dem steht 1984, weil 2005 und 1984 würde heißen 21. Blödsinn. Hey, 25, aber ich kann nicht mehr rechnen, ne? 2005, doch. 1 dazu und 20, ja doch, 21. Also 21 Jahre könnte unser Brieffreund hier laut der Akte sein, zum Zeitpunkt, wo der 25-Jährige seine 23-Jährige hier im blutigen Ehestreit malträtiert und ihr Torheit, Dummheit an den Kopf wirft und sogar schreibt. Aber auch das hilft uns nicht weiter, unseren Brieffreund zu identifizieren oder irgendwie eine Geschichte zusammenzureimen. Irgendwer lügt. Ja, ich glaube, ohne den nächsten Hinweise werden wir auch hier nicht weiterkommen. Oder was meint ihr? Ich bin mir ziemlich sicher, dass irgendwer lügt. Wir haben den Hinweis im Licht gefunden. Wir wissen nur noch nicht, wie wir mit dem Licht jetzt quasi weiterkommen. Ich kann natürlich noch einmal das Lichtgedicht vorlesen. Wir wissen auch noch nicht, was diese kryptischen Zeichen heißen sollen. Also dieses 4//// was auch immer, schieß mich tot, auf der Waffe drauf. Es wird wohl nicht die Seriennummer sein. Genauso wenig wie wir wissen, was das XXX heißen möchte. Das Gedicht für dich, lieber Hitzo. Die Postkarten könnten ein Reiseziel hindeuten oder andeuten, aber auch hier ohne Hinweis wissen wir auch noch nicht ganz, was die Postkarten heißen wollen. Ja. Also ein bisschen Kritik hier an dieser Stelle, dass man mit einem Einzelpaket, glaube ich, relativ wenig anfangen kann. Gut, zum Gedicht. Viele gute Taten tilgen eine schlechte, ich rücke mich ins Licht, ins Rechte. Tief in Gedanken, hör auf dein Herz, Achtung, bleib stark, ignoriere den Schmerz. Es geht aufwärts. Ordnung ist wichtig, stelle sie her. Planung ist nichtig,
Es geht um viel mehr. Unsere Zeit wird noch kommen, erzwinge sie nicht. Sei bereit und besonnen, die Befreiung in Sicht. Was für ein lyrischer Erguss. So. Da viele gute Taten tilgen eine schlechte Fragezeichen. Ich rücke mich ins Licht, ins Rechte. Auch hier finde ich auf die Schnelle nichts, aber der Hitze hat vorher was gefunden. Er plant einen Ausbruch, weil er dir die Wahrheit zeigen will. Natürlich. Ja, der Verfasser des Briefs ist im Knast, denn es ist unser Brieffreund aus dem Knast. Gut, wir haben uns heute gar nicht so viel aufgeschrieben, weil irgendwie waren nicht so viele Hinweise dabei, habe ich den Eindruck. Also es ist diese M1, was auch immer was, Schusswaffe mit dabei, mit dem Zahlencode, der uns noch vor die Verwirrung stellt, was man mit diesem Buchstabensalat oder Zahlensalat interpretieren kann. Für mich sind das immer irgendwelche Paragraphen, Absätze, Strafregisterauszug, was weiß ich was. Aber auch hier habe ich auf die Schnelle im Internet nichts gefunden. Ich weiß nicht, ob ihr erfolgreicher wart. Wir haben die zwei Postkarten zuordnen können mittlerweile, das finde ich schon mal gut. Ich warte natürlich. Haben noch das Periodensystem mit CO und eine Kohlenmonoxidvergiftung. Haben den Per-Anhalter durch die Galaxie mit 42. Ich zeige noch einmal die Waffe auf Wunsch des Streams. So. Bitteschön, gönnt euch die Waffe. Ja, es sieht aus wie ein Röntgenbild. Ich bin mir auch nicht sicher, ob man da irgendwas erkennen können sollte, was in Richtung Röntgen geht, aber ich kann es nicht zuordnen. Wenn ihr was erkennbar wäre, vielleicht hat er eine Waffe verschluckt. Es könnte natürlich auch sein, dass das richtig, wie du schreibst, an der Kontrolle, dass das so durch so ein Laufband durchgefahren ist, so und dann detektiert wird. Aber auch das müsste uns auf der Reise hier irgendwie noch ein bisschen näher gebracht werden. Fun Fact am Rande einfach nur so, weil ich nicht glaube, dass es irgendwas damit zu tun hat, aber ich finde es einfach gerade lustig. Wenn man 6 durch 1 durch 98 durch 8 dividiert, dann kommt man auf 0,08 und jetzt kommt eigentlich das interessante 42. Also wir haben wieder unsere 42, einfach nur um 42 mal wieder ins Spiel zu bringen. Rechtssätze der Entscheidungstexte. Ja, sollte es irgendwie ein Rechtstext sein, wissen wir auch nicht, wie uns Google das mitteilt. Die Grundstraßenverordnung, mit der tut uns alle leider weh. Schau, so ähnlich, ich dachte mir eigentlich so wie diese Rechtssätze hier, Entscheidungstexte 89/02/001. Aber irgendwie. Wo sind unsere Juristen und eventuell Paragraphen? Ja, eh, aber Paragraph von was?
Gehen wir mal auf die Seite der Justizentscheidung. Weil die fangen alle an mit 2 OB und dann sind das immer nur kürzere Zahlen. Also ich glaube nicht, aber wissen es tue ich es auch nicht. Bibelseite, richtig. Bibelseite 6, Wort 42/7/8. Könnte auch möglich sein. 61988. Wenn wir wüssten, von welchem Buch. Ja, wer eine Hausbibel zur Hand hat, bitte einmal kurz nachschlagen. Ich tue mal kurz mein Wasser nachfüllen. Was denn? Ihr müsst auch noch sagen, dass das sechste Buch kenne ich leider nicht. Ich kenne nur 5 Bücher. Also wenn wir bei 6 anfangen. Sechstes Buch. Erstes Kapitel. 89. Zeile. 8. Wort. Ja, Per Anhalter durch die Galaxie hat auch ein Buch. Die Frage ist, wie man schnell auf ein Per Anhalter durch die Galaxie Buch Exemplar kommt. Ich bin auch ein bisschen überfragt, was ich für vier, also bei 4 Inhalten, 4 Informationen, was könnte was sein? Also 6 ist dann wohl Kapitel 1 Zeile, nein, 98 Wort. Eine Mediothek. Das ist aber sehr nice. Ja, ich habe mir den Film mittlerweile schon organisiert, aber noch immer nicht angeschaut. Anyway, ich würde trotzdem fast meinen, dass für 4 Inhalte ein Buch was zu wenig ist. Wenn man sagt, immer Seite, Absatz, Wort oder Seite, Zeile, Wort oder Kapitel, Zeile, Wort. Aber ich komme nicht auf 4. Wie kommen auf 4, wenn wir sagen, es hat doch was mit dem Buch zu tun? Ich bin gerade nicht sehr konstruktiv, ich weiß, ich erschlage alle Ideen gerade im Keim. Aber irgendwie hänge ich da ein bisschen gerade gedanklich, weil man denkt, das macht noch nicht so wirklich Sinn. Aber gut, was macht denn in den letzten 3 Monaten schon wirklich Sinn? Außer das Licht. Das Licht macht viel Sinn. Das Licht haben wir jetzt endlich einmal verwendet, um irgendwelche Zahlen zu finden. Licht! Licht ins Dunkle, aber das war's auch schon wieder. So, wir schauen mal nach, sicherheitshalber auf den Karten und so weiter ist auch nichts erkennbar. Und ich bin immer der Interagierer, ich bin nicht so der Denker, für das seid ihr heute da. Ich tue da einfach mit den Objekten, die wir jetzt heute gekriegt haben, noch interagieren. Aber Niners is back in the hood. Was wären deine geistigen Ergüsse des heutigen Tages? Ich muss sagen, bin ein bisschen ernüchtert nach heute und dem zweiten Teil. Also es ist, der Frustrationslevel steigt, liebe Livestreamer-Leute. Wenn uns nicht bald Lösungen präsentiert, sind wir frustriert und wollen nicht mehr. Vielleicht sind wir auch einfach alle nur dumm. Ich weiß es nicht. Wir müssen wohl alle mal verreisen und auf Urlaub fahren. Da bin ich voll dafür. Wir fahren entweder nach Matarata oder nach Malta. Oder nach Chihuahua oder Fahihai.
Vielleicht weiß der Aladdin dann. Und hilft uns dann weiter. Kohlenmonoxid M4A1 ist auch noch ein guter Hinweis, wo man auch immer so eine Waffe unterbringt. Hier jetzt hier in einem Buch, kann ich mir nicht vorstellen. Auf DVD gepresst. Fliegender Teppich wäre zumindest für den Aladdin eine gute Option, um zu entkommen. Und ja. Gut. Ich würde sagen, wir machen einen Recap. Außer es fällt noch irgendwas ein. Wir sind jetzt ungefähr bei einer Stunde Rätsel raten. Stimmt nicht ganz. Wir sind eine Stunde beim Raten von was will man heute von uns und konnten eigentlich erneut nur fragende Gesichter bieten. Wir haben die M41 konnten wir identifizieren mit einem Zahlencode drauf, der für uns nicht zuordnenbar ist. Wir haben sowohl Mazarata wie auch Malta, behaupten wir jetzt einfach mal, als mögliches Postkartenziel identifiziert. Auf der Postkarte hinten, schaue ich jetzt auch nochmal nach, ist aber in beiden Fällen nichts festgehalten. Nein. Also, wir haben zwei Ortschaften, vielleicht sind das hier Fluchtziele oder sonst was, wo oder Urlaubsziele, man weiß es nicht, inwieweit diese hier mitspielen. Wir haben unser Periodensystem, das Periodensystem, bei dem CO fehlt und in das oder auf das in dem Zeitungsartikel von den Monoxidopfern verwiesen wird. Also Kohlenmonoxid dürfte offensichtlich in dieser Geschichte eine mitentscheidendere Rolle spielen. Wir wissen nun nicht, wer vergiftet worden ist. Also irgendwelche Eltern wurden vergiftet und ein 12-jähriger Sohn bleibt zurück. Ob das jetzt unser Täter ist oder beziehungsweise unser Gefängnisinsasse oder ob dieser diesen CO-Unfall verursacht hat, man weiß es nicht. Wir haben diese ominöse Nein-Karte, wo wir noch immer nicht wissen, was da genau von uns gewollt wurde, genauso wie mit dem Lux. Also momentan haben wir viele Hinweise und können sie eigentlich nicht miteinander kombinieren. Aber vielleicht kommt das noch. Wir wissen 42 und per Anhalter durch die Galaxie als eindeutigen Hinweis, worin auch immer hier dann das Conclusio steht. Und ich zeige gerne nochmal die Rückseite des Luxes, wo ein Gefängnis oder ein möglicher Experimentierraum oder eine Bibliothek oder was auch immer mal gezeichnet sein könnte. Sie sind erstickt am CO. Kohlenmonoxid, nicht CO2, Kohlendioxid, Kohlenmonoxid des Herdes steht in dem Zeitungsartikel. Und offensichtlich war das in der Wohnung der Fall, dass der geschlossen oder dass die Wohnung geschlossen genug ist, damit die halt ersticken. Hat man ja schon früher mal gehört, dass Leute beim eingeschalteten Herd wegen dem Gas ersticken. Ich wusste noch nicht, dass dieses Gas Kohlenmonoxid ist, denn ich dachte nicht, dass das brennbar ist, aber laut diesem Zeitungsartikel war es Kohlenmonoxid. So viel zum Recap. Ah ja, und die Jasmin, die uns ihre Hintergrundgeschichte erzählt hat von ihrem Papa, der tragischerweise kein Geld hatte und dann einen Banküberfall durchführte und dann noch Leute erschoss. Ja. So weit zu heute. Kohlenmonoxid ist schwerer als Luft. Da müsste es lange dauern, bis man da erstickt. Ja. Deshalb sind sie unten offensichtlich auch erstickt und nicht eher im ersten Stock.
Vielleicht ist das auch der Hintergrund, weil Kohlenmonoxid einfach tiefer ist, tiefer, schwerer ist und deshalb unten bleibt. Die ist komisch, die Jasmin. Ja, und sie erzählt uns auch nicht, was sie jetzt genau für Prüfungen gemacht hat. Sie hat nur erzählt, dass sie Prüfungen durchgeführt hat. Gut. Mit dieser geschlagenen Miene würde ich fast meinen, wir lassen es, was Postmortem betrifft, gut sein für heute. Mein Vorschlag wäre, wenn ihr noch Lust und Laune habt, und momentan haben wir einige Zuschauer, wir könnten uns heute auch noch das gratis PDF von Live-Krimi gemeinsam anschauen, Pokerface, und hier noch ein zweites Live-Krimi heute starten und vielleicht hier mit Antworten glänzen und damit mit einem Erfolgserlebnis ins Bett gehen. Was meint da der Chat dazu? Habt ihr noch Bock? Wollt ihr noch ein Live-Krimi spielen und Postmortem für heute auf die Seite legen bis zum nächsten Monat und einmal drüber schlafen? Oder wollt ihr komplett für heute aussteigen? Gut, dann würde ich sagen, wir machen ganz kurz 2 Minuten Pause. Ich hole kurz das andere Spiel und bereite den Stream für die zweite Aktion vor. Und ihr bleibt dabei dran, schreibt brav in Chat. Ich rede auch noch mit euch. Und wir schauen uns Pokerface, eines der Gratisspiele von Live Krimi, an. Und probieren gemeinsam hier jetzt noch ein bisschen Erfolgserlebnis-Feeling zu bekommen, indem wir doch noch ein paar Rätsel lösen, die wir lösen können. So, an alle anderen, die jetzt nach Postmortem ausschalten, schaltet wieder das nächste Mal rein, wenn es heißt Postmortem Part 4. Vielleicht erfahren wir im vierten Teil dann endlich, wie die Geschichte rund. Vielleicht erfahren wir im vierten Teil, warum sich das Headset jede Viertelstunde ausschaltet. Nein, ich wollte natürlich sagen, wie die Geschichte rund um Aladdin weitergeht. Und vielleicht können wir dann doch die ersten Ergebnisse erzielen. Aller Anfang ist schwer, manchmal dauert es vielleicht 5 Episoden. Wir werden auf jeden Fall hartnäckig bleiben und dranbleiben. Und in diesem Sinne wünsche ich einmal allen Postmortem-Schauern einen schönen Sonntagabend und dem Rest. Wir sehen uns gleich wieder mit Live Krimi, Pokerface, bleibt dran.